Wir sind wieder zurück bei Let's Play WWE 2K16 in der Karriere mit Big Bad Luther. Und wir schauen uns heute mal ganz kurz, bevor wir gleich das Match gegen Kalitos? Wie heißt der denn nochmal hier? Heißt der Kalitos? Ja, wir werden es ja gleich sehen. Jedenfalls schauen wir uns jetzt erstmal kurz die Fähigkeiten an. Sind das die Fähigkeiten? Ich weiß es gar nicht. Da können wir uns nämlich irgendwas kaufen, theoretisch gesehen. Wir haben so wenig TP-Punkte, ne? Das heißt, wir können uns eigentlich gar nichts kaufen, weil das alles zu teuer ist. Dann waren es doch die Talente. War das richtig? OMG-Moment. Ja, das meine ich eigentlich, aber das wollte ich jetzt auch nicht. Wo kann man denn Eigenschaften? Wo kann man denn Training mit anderen Superstars machen? Wo waren das nochmal? Bezüglich Manager, Page ist auf jeden Fall gebonkt. Machen wir auf jeden Fall. Allerdings machen wir das erst, wenn wir dann im Main-Roster sind. Oder wenn wir den NXT-Championship gewonnen haben, weil warum jetzt Manager? Das macht gerade keinen Sinn. Ich will das so ein bisschen storytechnisch halten und da macht jetzt Paige als Manager momentan noch keinen Sinn, aber das kommt noch. Keine Angst, das kommt noch. Wie gesagt, jetzt wollte ich aber nochmal gucken, kann man kein Training mehr machen oder was? Geht das nicht mehr, ey, das ist doch kacke. Wenn es doch geht, schreibt es mir bitte gerne mal in die Kommentare, wie es funktioniert. Ansonsten müssen wir schauen, wie wir das mit dem Moveset von Roman Reigns hinkriegen wegen dem Spear. Deswegen wollte ich das jetzt eigentlich machen, aber gut, scheiß drauf. Wie gesagt, Match des Abends gegen Kalisto. Mann, nicht Kalito, sondern Kalisto heißt er. Oh, guck mal, hier könnte man sogar eingreifen. Wer ist denn... Warte mal. Wer ist denn in der Rangliste? Finn Balor. Wir könnten theoretisch gesehen Kevin Owens angreifen. United States Champion ist John Cena, Intercontinental ist Ryback, Primetime Players und Champion ist Seth Rollins. Okay, naja. Na, wir greifen mal den ollen Kevin Owens noch nicht an, machen erstmal das Match gegen Kalisto und schauen dann einfach mal, wie wir das dann machen. Ja, also, Kevin Owens ist der neue NXT-Champion, hat bei NXT Arrival in der letzten Folge gegen den ollen Finn gewonnen. Und, naja, ist dann auf jeden Fall in Bälde unser Objekt der Begierde. Vielleicht greifen wir ihn in der nächsten NXT-Sendung sozusagen mal an. Schauen wir mal. Jetzt aber erstmal ein Match gegen Kalisto. Ja, und das gilt es natürlich für uns zu gewinnen, um eben weiter in der Rangliste zu steigen, damit wir dann in Bälde mal ein Championship-Match bekommen, um den NXT World Champion. Chip. Penis. Ja, Penis. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Frankfurt, Germany. Big Bad Luther. Oh boy, we're in for a fight. Jawohl. Wir müssen gleich mal nach dem Match. Geared up, ready to go. We're finally going to see which one of these two is the superior competitor. Jawohl. Wir müssen nach dem Match dringend mal den Titantron ändern. Bam. Ja, den Titantron müssen wir dringend mal ändern. Weiß ich, machen wir vielleicht tatsächlich Damian Sandow oder so. Wir gucken einfach mal. Oder stellen halt gar keinen ein. Einfach mal gucken. Und die Beleuchtung können wir auch nochmal ein bisschen anpassen. Und... Was wollte ich noch machen? Irgendwas war da noch gewesen. Ich weiß es gerade nicht. Oh Gott. He looks geared up and ready to go tonight. Ah, Kalisto, der bessere Rey Mysterio, einer dieser mexikanischen dieser mexikanischen Springbrunnen. Auf jeden Fall super geile Matches drauf. Muss man auf jeden Fall sagen, das ist immer wieder ein Augenschein, allein wie der schon über das oberste Ringseil springt. Das ist schon richtig krass. Sein Tag-Team-Partner ist ja tatsächlich Sin Cara, der jetzt nicht so gute Anfänge in der WWE damals hatte. Aber naja. Hi, bam! Ich gleich mal auf die Schnauze. Und gleich mal ein paar Kicks hinterher. Bam! Bam! Bam!
Bam. Where did this explosion of offense come from? Bams. Und direkt noch ein Suplex. Aber, Alter, einfach mal standing, weißt du? Gar kein Ding. Hui. Oh, and a terrific reversal by Kalisto. Achtung. Was kommt jetzt? Er zieht uns irgendwo hin im Ring, wo will er hin mit uns? Vorsicht. Au. Elbow aufs Knie. Jetzt hebt er uns auf. Das ist unsere Chance zum Kontern. Im Liegen kriegt das ja komischerweise nie hin. Wo will er denn jetzt hin mit uns? Nein! Bams! Erstmal rausgeschleudert, die kleine Springbohne. Komm mal her. Mal die kurzen Prozesse mit dir. Aua! Oder noch nicht. Hey. Nein! Au! Jetzt also doch, scheiße. Alter. Au! Er geht jetzt rein, weißt du, oder? Na doch nicht. Bleib doch draußen. Bleib bei uns, Kalisto, Mann. Nein! Alter! Jetzt geht er rein, weißt du? Inside the ring, and that's why he's such a great athlete, such an important superstar. Back in the ring, wieder schon wieder. Keep it in the ring, guys. Aua! Hey, 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 beruhig dich. Au! Oh nein. Fuck. Alter. Boah. Oh Gott, ich bin immer zu früh. Das ist mein Problem. Nein! Scheiße! King Kalisto's innovative offense is unlike anything I've seen in years. Boah, schön, Hurricane Rana. Alter, der macht mich ganz schön fertig gerade. Hey! Rope Break und so? Hallo? Boah, das hat gerade 1000 Punkte gebracht. Triple Clotheslines. Bam. Und bam. What a match this is gonna be. Nicht treten, nicht treten. Alles gut. Na komm, steh auf. Was machen wir das hier? Keine Ahnung. Was es wird, ich weiß es nicht. Ein Suplex, natürlich. Bams. Sehr schön. Nein, der kontert. Scheiße. Sehr nice. Ich glaube, es macht keinen Sinn, gegen den irgendwelche Top Rope Moves zu probieren. Ich glaube, der ist da ein bisschen zu flink dafür. Wie gefällt dir das Fliegen, hm? Auch geil, ne? Oh nein, naja. So, mal ab in die Ringecke, würde ich sagen. Oh, wobei, wenn wir eh schon können. Zack! Famesser! Wir covern noch nicht, es hat eh noch keinen Sinn. Na komm, hoch mit ihm. Nein! War doch klar. Was wird das? Whip in die Seine. Und scheiße. Hurricane Runner. Was macht er jetzt? Jetzt zieht er uns wieder irgendwo in die Ringmitte und covert uns. Oh nein. Oh, sehr gut. Langsam krieg's hin. Glaube ich. Bin mir nicht zu sicher. Verkacke ich's meistens. Und noch ein paar Schläge auf den Kopf. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Ja. Man, he's still down after that move. So, jetzt aber nochmal. Oh, wobei, warte mal. Von hinten haben wir auch schon lange. Ja. Was haben wir von hinten gemacht? Ich weiß es nicht. Nein. Oh, Rollin, was ist. Au! Das macht er jetzt wieder Cover wahrscheinlich. Ja, der will mich, glaube ich, ärgern. Aber das bringt uns natürlich gute Punkte. Das bringt sehr viele Punkte. Aua! Ach du Scheiße. Scheiße! Nein! Nix Lucha, Mann. Nein, Mann! Quite like this guy. Incredible counter. Quick
looking to avoid that. Normal! Nein! Der macht eine Powerbomb oder was? Sicher. Alter. Noch ein Cover oder... Ach, komm. Nix da. Wir sind unbeatable, Mann. Au. Jetzt müssen wir langsam aufpassen. Und jetzt. Wir machen halt kaum Schaden. Guck mal da unten. Jetzt nochmal. Nein! Alter. Das gibt's doch gar nicht. Okay, Ausdauer ein bisschen aufladen lassen und dann Signature. Den zweiten. Weiß jetzt zwar nicht, was das war, aber okay. Na komm. Famous. Okay. Extra slow getting back to his base. Und jetzt der Finishing Move, der eigentlich noch gar keinen Namen hat. Postet mal einen Namensvorschlag in die Kommentare für diesen Finisher. Ja, Mann. Lion Smasher. Okay, aloha. Na, Lion Smasher hört sich schon ziemlich cool an, muss ich sagen. Und jetzt das Cover. Gegen Kalisto. Eins. Zwei. Ja, komm. Alter, das gibt's doch gar nicht. These are great competitors. Great, kann nicht sein, ey. Das hat er natürlich einen Signature Move. Ist nicht so geil. Oh, Whip in die Ringecke? Oder nicht? Nein. Das war scheiße. Signature incoming. Ah, Rollin. Naja, wieder das Ding, okay. Ach, das ist sein Finishing Move. Ach so. Okay. Oh oh. Ja, Mann. Boah. Alter Schwede. Was für ein Kampf. Oh, was für ein Dropkick. Schön. Not going to win many matches with that move. Well, Kalisto really made a name for himself competing in his hometown of Mexico City. Okay, wir müssen aufpassen. Jeder Konter kann sein Finisher sein. Was wird das? Schön. All these power moves tonight are making bigger and bigger impacts. Komm, wir riskieren es trotzdem mal. Auch wenn es vielleicht schief geht. War doch klar. Nobody home. Ah. Und jetzt nochmal zu kontern wird schwer. Ja. War klar. Wow, what a move from Kalisto. That's how you make this crowd stand on its feet. Nein! Ach komm. Fuck, man. Das ist doch scheiße. Ich verstehe nicht, warum. Jetzt überleg mal, was wir für Aktionen gezeigt haben. Wir haben zwei Signature Moves gezeigt. Wir haben einen Finishing Move gezeigt. Hatten über 4 Sterne. Fast 4,5. Und trotzdem... keine Chance. Das war halt der Fehler gewesen. Okay, klar. Aber trotzdem. Oh Mann, ey. Schade, schade, schade. Aber gut. Was willst du machen? Wie viele Talentpunkte haben wir denn? Guck mal, nur 33 Talentpunkte. Das ist echt krass, wie langsam das geht. Okay, was willst du machen, ne? Verloren ist verloren. Da brauchst du gar nicht drüber reden, ne? Trotzdem scheiße. Welcome back to the show. This is my guest tonight. You were voted as a top 10 favorite superstar by the WWE Universe. Care to share some words about that? Ja, gerne. Und zwar sage ich Folgendes. Das da. It's an honor to be recognized by the WWE Universe. I do this for them and no one else. They keep cheering for me and I'm gonna take them to the top with me. That's how this goes. Yeah. There you have it. Back to you guys.
Wo ist eigentlich die obere Kauleiste von der Interviewerin, deren Name ich gerade vergessen habe? Wie heißt sie denn nochmal? Renee Young, genau. Da ist doch die Alte von Dean Ambrose, die voll den Hate im Internet kriegt, weil sie mit Dean Ambrose zusammen ist. Finde ich auch irgendwie total bescheuert. Da dann immer so ein Hate zu schieben, meine Fresse. Ist halt so. So als Otto-Normalverbraucher hätte man eh keine Chance bei Dean Ambrose. Also von daher, meine Fresse. Da immer so rumzuheulen, rumzuweinen, Schlampe. Das finde ich immer ziemlich lustig, naja. Okay, also, leider eine weitere Niederlage eingesteckt, was soll es? It's tricky. Ja, und da wir jetzt verloren haben, greifen wir jetzt nicht bei Kevin Owens ein. Weil, das kommt irgendwie ein bisschen bescheuert. So, das nächste Match haben wir gegen... Warum? Tricky. 149 Punkte haben wir. Was willst du denn da groß machen? Das ist das Problem. Weiß ich nicht, ob das normal ist, dass man das so langsam kriegt. Stärke. Boah. Da kann man überall nur Zähigkeit. Ach, Bein- und Armkraft vielleicht. Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen höher setzen. Vielleicht hilft das, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, jetzt machen wir gerade nochmal schnell, was wollten wir machen? Einzug. Moveset machen wir nicht, weil das können wir nicht. Ach doch, warte mal, wir können mal die Taunts ändern schnell. Das können wir mal schnell machen. Ändern wir mal eben die Taunts und dann noch beim Entrance den... die Beleuchtung ein bisschen und den Titantron. It's tricky! It's tricky! It's tricky! It's tricky! Ach, das ist nach oben gewesen. Ach so, ich habe immer die anderen gedrückt. Ah, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so geil. Neu, Bret Hart. Oder British Bull... What? Auf jeden Fall. D'Lo Brown haben wir da. Dude Love. Auf jeden Fall. Das ist VIP. Ach, VIP. MVP meine ich natürlich. Das ist Paige. Rusev. Stone Cold. Ja. Stunning Steve. Tyler Breeze. Oh, komm. Ja, er kriegt gleich 4, weißt du. Wrestling Hero Superstar, das könnten wir nehmen. Was machen wir hier? Very Bad Guy. Ich switch mal ein bisschen so in die Mitte rein. Wir gucken uns immer nur das da oben an, aber so das hier in der Mitte sehen wir ja eigentlich fast nie. Das könnten wir nehmen. Extreme. Feel Bitter. Auf jeden Fall. Das ist auch geil. Get Funky. Das ist von Brutus Clay. And I'm coming to get ya. Und Boogeyman. Glamazon. Ah, wer war das nochmal? Lass mich kurz überlegen, wer war das nochmal? War das Jillian Hall? Nee. Ich weiß es gerade gar nicht. Was? Jillian Hall? Ich weiß es nicht. Das könnten wir auch nehmen. Das passt eigentlich. Ja, das ist okay. Nehmen wir die zwei. Die gehen ein bisschen schneller und, ja, weiß nicht, sehen ein bisschen gescheiter aus, denke ich mal. Wir gucken einfach mal, wenn es nicht passt, ändern wir es aber nochmal. Das ist ja nicht so das Problem. Und ich feiere also übrigens immer noch, dass die bei WWE 2K16 auch so ein bisschen Klassikmusik reingebracht haben. Feier ich. Aber so richtig, Mann. Oh, schade, jetzt ist das Lied vorbei. Der ist aber blöd. Okay, pass auf, jetzt machen wir nochmal... Wo war das? Manager-Eigenschaften? Penis? Einzug. Richtig. So, und dann nochmal erweitertes Erstellen und dann... Ach, wobei hätte ich auch da machen können, aber scheiß drauf. Und dann ändern wir eben noch schnell den Titantron. Titantron. Ah, und das mit Seth Rollins habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Bei der Survivor Series wird in einem Tournament quasi ein neuer WWE World Heavyweight Champion gekrönt, weil sich Seth Rollins am Meniskus verletzt hat und 5 oder 6 bis 9 Monate ausfällt. Das ist natürlich echt krass. Aber glaubt mir,
spätestens bei WrestleMania steht er wieder im Ring und dann könnte ich mir vorstellen, gibt es ein Triple Threat Match zwischen Dean Ambrose, Seth Rollins und Roman Reigns um den Titel. Das könnte ich mir ehrlich gesagt wirklich vorstellen. Natürlich wäre es irgendwo langweilig, wenn Roman Reigns jetzt dann bei Survivor Series den Titel gewinnt, aber es ist das Logischste von allem. Hammergeil wäre natürlich, was weiß ich, Kevin Owens oder Cesaro oder so, aber naja, ihr wisst ja, wie das ist. So, Bearbeitungsmenü. Titantron. Haben wir noch? Hier, Bo Dallas haben wir hier, Bray Wyatt. Damien war das mit D. Da, Damien Mistau haben wir hier nur. Was gibt's denn von Sandow gar nicht, oder was? Super. es ist scheiße. Cameron? Ah, das ist eine Diva, okay. Ja, sagt ja der Name schon, ne? Kacke, Mann. Da müssten wir das WWE-Logo nehmen, aber das ist auch immer so hässlich irgendwie. Man könnte den hier nehmen. Nein. Stardust, Sheamus, Seth Rollins, aber es sieht auch... Ja, es steht immer der Name dabei. Da steht auch der Name dabei. Da auch, ne? Nein, nicht wirklich, aber... Nee. Wir könnten meinen Titan schon nehmen. Diamond... Ich guck noch mal kurz, ob ich das noch nicht übersehen habe, aber hier gibt es tatsächlich nur Damien Mizdow. Und nicht mehr den... von Sandow alleine. Gut, da müssen wir halt leider, aber sich leider, aber trotzdem nichts machen. Nein, nehmen wir ohne hier, komm. Scheiß drauf. Minitron ist Arena-Film. Jetzt gucken wir nochmal kurz nach der Beleuchtung. Wobei, das wird jetzt zu lang dauern. Ich lasse die erstmal so und gucke offscreen einfach nochmal. Weil das müsste ich jetzt für jedes einzelne Dingens wieder editieren sozusagen. Das machen wir dann einfach in einer anderen Folge oder ich mach's offscreen. Das ist jetzt nicht so spannend für euch. Und deshalb würde ich sagen, hören und sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Hier bei WWE 2K16 und dann kämpfen wir gegen den Erfinder des GTS von CM Punk. Und zwar gegen Hideo Itami. Jawohl, das ist das nächste Match bei WWE Superstars. Und dann werden wir mal schauen, dass wir vielleicht so langsam mal... Ja, den Titel in Angriff nehmen will ich eigentlich noch nicht, weil wie viele Finisher müssten wir Kevin Owens verpassen, bis er dann endlich liegen bleibt? Das ist die Frage. Naja. Ihr könnt mir ja mal vielleicht in die Kommentare, falls ihr das wisst, einen Tipp schreiben, wie man mehr TP-Punkte sammeln kann. Weil 33 pro Match, da werden wir wahrscheinlich noch Jahre hier sitzen, bis es dann weitergeht. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Eine weitere Folge von Let's Play WWE 2K16 ist zu Ende und wir haben in dieser Folge ein Match leider gegen Kalisto verloren. Aber eigentlich waren wir der bessere Mann. Eigentlich. Naja, was willst du machen? Gut, wir haben das Match verloren. Es gilt in der nächsten Folge gegen Hideo Itami, gegen den Erfinder des GTS von CM Punk. Eine bessere Figur zu machen und das Match zu gewinnen und wenn es 50 von unseren Lion-Finisher-Dings da gab, was ist, wie jetzt heißt, Lion-Gate? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir werden ihn zerstören. In der nächsten Folge. Bis dahin.